Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu diesem Infovideo auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ist bei mir heute der 25.11. und zwar am Freitag um 13 Uhr. Genau, und ich habe wieder eine kleine Bitte an euch. Und zwar, ich will nämlich ein bisschen Abwechslung auf den Kanal reinbringen. Das habt ihr, glaube ich, auch schon im letzten Livestream ein bisschen mitgekriegt, dass ich da ja mit rein FH3, wobei man hier im Hintergrund sieht, es ist grafisch geil. Das ist nämlich aus Forza raus. Unser schöner Ford GT, den wir damals auf Le Mans bewegt haben. Wer das Ganze nochmal sehen will, schaut rein in die Playlists, da ist auf jeden Fall drin, das Ganze von Ray, die Playlist, die er erstellt hat. Da seht ihr alles, was mit dem 24-Stunden-Rennen zu tun hatte. Richtig, richtig geil. Ja, darum soll es jetzt aber nicht gehen. Und zwar habe ich hier da habe ich so ein bisschen was erstellt. Und zwar, ihr entscheidet, welches Game wollt ihr sehen. Genau, da habe ich noch einen Schreibfehler drin, den bessere ich nachher aus. Also ich glaube, da schreibe ich mit Doppel-L oder so. Meine Rechtschreibung ist nicht die beste, das weiß man hoffentlich. Habt da eine kleine Lese- und Rechtschreibschwäche drum. Bitte verzeiht mir das. Können wir hier mal kurz abändern. So, wollt ihr sehen? Müsste es hier, glaube ich, auch anders sein, wenn wir aktualisieren. Ja, ich glaube, so müsste das passen. Wenn nicht, schreibt es ja bitte in die Kommentare. Genau. Darum geht es ganz einfach. Ich habe hier die Games, die ich persönlich schon mal besitze, habe ich mal aufgelistet. Angefangen mit Car Mechanic Simulator, Forza, Dirt, GTA, American Truck Simulator, Landwirtschaftssimulator, Fallout, Forza, Motorsport Manager, Need for Speed, Assetto Corsa F1, Forza, Race Room. Das sind mal die ich aufgelistet habe, auf die ich selber Bock drauf habe. Da könnt ihr einfach mal auswählen. Zum Beispiel, ihr wollt den Car Mechanic Simulator sehen, ihr wollt Fallout sehen, ihr wollt GTA sehen, ihr wollt Horizon 3 wählen. Sehen, könnt ihr alles auswählen, es sind mehrere Punkte auswählbar. Das ganze Formular wandert natürlich auch in die Standardbeschreibung mit rein, das kommt dann unter, welches Fahrzeug wollt ihr sehen. Das sind dann einfach beide Formulare drin und da könnt ihr euch ein Auto wünschen. Wenn ihr aber sagt, ihr habt ein Game, was nicht in der Liste steht, dann klickt ihr einfach hier an und schreibt beispielsweise rein, welches Spiel fällt mir so auf die Schnelle ein. Battlefield 1. So, dann schreibt er das einfach rein. Hier ist die Maus. Genau, machen wir einfach Race Room auch noch einen Haken rein und drückt einfach mal auf Senden. Dann wird das Ganze abgesendet. Dann bietet ihr die Nachricht, danke für die Teilnahme. Dann könnt ihr natürlich eure Antwort noch bearbeiten. Beispielsweise, ich will doch noch F1 sehen und dafür kein Fallout und kein Race Room. Oder, nee, besser gesagt, Battlefield lassen wir jetzt mal drin. Ich will es doch so haben. Dann drückt ihr einfach auf Senden und dann habt ihr das Ganze bearbeitet. Genau, wenn ich jetzt hier bin, ich gehe auf mein Formular, dann kann ich einerseits unter Antworten sehen, was wurde sich gewünscht, einmal Sonstige, okay, dann gehe ich aber eins, dann sehe ich darüber, weil ich wissen will, was das Sonstige ist, dann sehe ich hier, es ist Battlefield 1. Ja, ich kann das aber auch anders machen, dass ich eure Fragen beantworte, weil es sicher auch mal interessant ist zu sehen. Hier habe ich einerseits die Autowünsche drin. Da sehe ich die ganzen Autowünsche, die ihr mir geschrieben habt, was mittlerweile echt ordentlich viele sind, aber ich zeige es euch jetzt nicht. Ich zeige es euch mal, wenn ich das Ganze hier abgearbeitet habe, dann passt das. Genau. Und da habe ich einfach das Ganze drin, was ihr sehen wollt, zum Beispiel Forza Horizon, Assetto Corsa, Dirt Rally. Das habe ich vorher reingeschrieben, weil ich leider bei der Aufnahme vergessen habe, auf Start zu drücken. Scheiße. Und hier sehe ich halt das andere, also sprich... Was? Der Formulareinreicher hat dieses Werk aktualisiert. Okay. Drum, da war schon mal mehr drin. Da schreibt es mir einfach hin, dass es aktualisiert worden ist. Da sind halt dann genau die Spiele drin und so kann ich mir das Ganze rauspicken. Ich kann aber auch, glaube ich, hier über die Antworten, über die Fragen kann ich auch irgendwo so eine Teilnahme, weiß ich gerade nicht. Ne, hier. Zusammenfassung und da sehe ich es halt auch. Und dabei sonst muss ich halt immer separat nachsehen. Aber so könnt ihr das Ganze gern, ja. Könnt ihr mir bitte schreiben, was ihr sehen wollt. Ich will natürlich da interaktiv sein. Ich will auf eure Wünsche eingehen, was das angeht. Und das kann ich halt am besten machen, wenn ihr da mitspielt. Und ja, das war es eigentlich schon wieder von mir. Wir gehen einfach mal auf weitere Antworten senden, damit wir wieder schöne Bild von unserem R8 drin haben, den wir letztens gefahren sind im Livestream. Und ja, ich bin an dieser Stelle raus. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, dass ihr ja mitmacht. Beziehungsweise, dass einige mitmachen, würde mich richtig, richtig freuen. Und ja, ich bin an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sag tschüss und ciao, euer Guckmaster.